Hallo und herzlich willkommen zu Cannabis Around the World, dem freshesten Cannabis-Format. Mein Name ist Nike, ich bin euer Host. Heute haben wir was richtig Nices für euch. Ganz speziell und exklusiv begleiten wir die Sanity Crew nämlich dabei, wie sie auf der Suche ist nach den neuesten Strains. Dafür sind wir heute in Portugal. Vielen, vielen Dank für die Einladung, dass wir euch begleiten dürfen hier in Portugal, dass wir mit dabei sein dürfen. Was genau haben wir denn vor? Also erstmal schön, dass ihr dabei seid. Danke. Was wir halt vorhaben die ganze Zeit, ist hier wirklich uns spannende Anbauer anzugucken, die wirklich interessante Kultivare auf den Markt bringen. Weil gerade mit der Sanity Group haben wir natürlich immer den Anspruch, tatsächlich auch spannende Produkte und gute Produkte in den Markt zu bringen. Und mit unserer unbestrahlten Marke Awai für den Medizinalmarkt suchen wir halt wirklich spannende Genetiken. Und deswegen sind wir jetzt hier auf dem Strain Hunt in Portugal und gucken uns verschiedene Anbauer an. Gibt es denn in vornherein Kriterien, auf die ihr achtet? Kannst du uns dazu mehr erzählen? Ja, also bei uns natürlich so das Naturbelassene ganz wichtig. Also deswegen ist für uns interessant halt auf der einen Seite, dass es unbestrahlt ist. Das ist ganz wichtig. Die Mikrobiologie muss halt stimmen, sodass wir das in den deutschen Markt bringen können. Und das zweite ist natürlich starke Terpenprofile, idealerweise über 2,5%. Wirklich spannende Terpene auch drin, eine Varianz an verschiedenen Produkten, auch höhere THC-Gehalte, aber auch mal Balance-Strains. Versuchen wir eine große Varianz zu bauen, auch aus Sativa Indica, Kush Haze. Und was wir halt natürlich auch machen, ist, Portugal ist nur eine Station. Wir waren auch vor kurzem in Südafrika. Und wir suchen halt überall auf der Welt eigentlich nach den besten Strains für den deutschen Markt. Wie bist du zu Cannabis überhaupt gekommen? Also wie kam es, dass du gesagt hast, hey, ich baue jetzt einfach mal eins der größten europäischen Unternehmen auf und setze mich da ein? Ja. Wie kam das? Ich habe mich tatsächlich seit 2002 schon dafür eingesetzt. Also man kann auf cannabislegal.de immer noch alte Artikel von mir lesen. Das war bei mir damals ein Herzensthema. Ich habe tatsächlich in der Verwandtschaft von Freunden gemerkt, Cannabis kann helfen und habe mich dann sehr viel mit der Pflanze schon, sage ich mal, mit 16, 17 beschäftigt. Und es hat mich nie losgelassen. Und als dann 2017 die medizinische Legalisierung kam, dachte ich, jetzt kann ich wirklich auch mein, sage ich mal, Hobby oder mein Thema, was mich wirklich beschäftigt, zum Beruf machen. Habe alles stehen und liegen gelassen, meine alte Firma Movinga übergeben und dann direkt die Sanity Group gegründet. Und das war bis heute die beste Entscheidung, die ich beruflich getroffen habe. Natürlich eine Frage, die wahrscheinlich vielen auf der Zunge brennt ist. Ja. Finn, probierst du dein Produkt auch? Natürlich. Ich meine, ich bin ja selber Patient, schon seit langer Zeit. Und das ist mir natürlich auch sehr wichtig, weil ich glaube halt, wenn man nicht weiß, was für ein Produkt man in den Markt bringt, dann kann man auch wirklich gar nicht entscheiden, ob das Produkt gut oder schlecht ist. Und dementsprechend habe ich natürlich meine bestimmten Beschreibungen, die ich bekomme, aber tatsächlich ist unser Produkt auch dabei. Und natürlich spreche ich dann hinterher mit dem Team und sage, was quasi das Produkt in meiner Sicht getan hat oder eben auch nicht getan hat. Und dementsprechend ist das natürlich Teil des ganzen Themas. Habt ihr da Pläne, wo ihr sagt, hey, wir helfen denen, sei es jetzt Grower, dass wir quasi die Alten und die Neuen zusammenführen können und zusammen spielen? Ja, also ich glaube auf jeden Fall, es darf keine Legalisierung gegen die Community geben. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Das heißt also, was für mich das Schreckensszenario wäre, wenn es quasi nur in Apotheken, nur in kleinen Dosierungsmengen abgegeben wird. Und das, glaube ich, wäre am Ende nichts, was auch der Community Spaß machen würde. Ich glaube, wir müssen eine Liberalisierung hinbekommen, wo auch Leute, die aus der Community kommen, Stores betreiben können. Ich glaube, Eigenanbau muss reguliert werden, sodass Eigenanbau auch erlaubt wird in gewissem Maße. Das heißt also, es darf halt nicht nur sein, okay, wir schreiben jetzt, wir haben irgendwie legalisiert, indem wir an der Apotheke abgeben. Ich glaube, wir müssen es halt breiter denken und auch eben gucken, dass was auch passiert jetzt zum Beispiel bis dahin, ja, die ganze Entkriminalisierung. Ich glaube, da müssen tatsächlich noch viele Dinge passieren. Mhm. Die Politik muss sich Gedanken machen, aber ich glaube halt, nur in der Apotheke das abzugeben, over the counter, ist wahrscheinlich ein bisschen zu kurz gegriffen. Wir sind jetzt hier bei einer Growing Facility angekommen. Ihr seht es schon hier im Hintergrund. Alles super sicher. Hoher Zaun, Maschendraht, überall Kameras. Und wenn man sich das so anschaut, ist es, man wüsste nicht, was sich dahinter verbirgt. Aber genau da nehmen wir euch jetzt direkt mit und zeigen euch die Pflänzchen, die dahinter sind. Each plant is a special plant, is a different plant. Okay? So not all of the plants will produce the same results, even if they are from the same cultivar. Okay? So we started from seeds, and we've selected from each cultivar what is the best plant, the plant that has more yield,
and a plant that also has more potency. Okay, we've done this a consistency of 3 cycles, and we've eliminated the plants that are not so good in results, and we chose the plants that are really good in the final results. Okay, and the plants and those are the ones. Our approach was to have a range, so we have plants that can, or flowers that can deliver, let's say, between 18. Okay, to 28-30%, right? Mm-hmm. So this is kind of the range. We try to have a pool of interesting cultivars that can, let's say, can supply the market with different type of products, but not only interested on top products, let's say top potency, but some are also interesting if you go on lower potencies, but also good results. But so, this strain is like so interesting then. Yeah. Mit seiner liberalen Drogenpolitik, dem großartigen Klima, was oft mit Kalifornien verglichen wird, und der super geografischen Lage eignet sich Portugal bestens für den Anbau und Export von Cannabis. So entwickelt sich das Land zu einem der größten Exporteure für medizinisches Cannabis. Leider bekommt die portugiesische Bevölkerung von der riesigen Auswahl und der guten Qualität selber wenig zu spüren. Das Land hat medizinisches Cannabis zwar 2018 legalisiert, für den Markt zugelassen ist jedoch nur ein Medikament. Der Rest ist für den Export bestimmt. Die Anbauer machen sich auch große Sorgen um die Zukunft. Denn trotz der weltweit voranschreitenden Öffnung gegenüber Cannabis und auch der nahenden Legalisierung in Deutschland stehen dem freien Marktaustausch immer noch internationale Gesetze im Weg. Die UN Drug Conventions sind dabei ein Thema, was immer wieder aufkommt. Bleiben diese so bestehen, ist es für Portugal, solange Cannabis nicht auch für den Freizeitgebrauch im Land legalisiert wird, so gut wie unmöglich, andere Länder mit Cannabis für den Freizeitgebrauch zu versorgen. So stelle ich mir den Himmel vor. Kannst du uns ein bisschen darüber erzählen, worauf du dann achtest? Ja, also wenn wir jetzt uns hier das angucken, dann gucke ich mir natürlich zuerst mal die Pflanzen an, weil da fängt alles an. Ich gucke mir auch das Medium an, wo die stehen. Denn jetzt gerade kriegen die halt massiv die Sonne, deswegen sieht man auch, wie die alle so ein bisschen die Blätter so ein bisschen hochrichten. Es ist auch wirklich, wirklich warm hier drin. Ja, es ist wirklich warm hier drin, aber die glücklichen Pflanzen, 2 Wochen bis zur Blüte, sieht super aus. Ich meine, man sieht das ja hier, dass der Harz ist wirklich hier nicht nur auf den Sugar Leaves, der ist schon hier fast schon auf den Fan Leaves mit so ein bisschen drauf. Und das auf so einer Skala hier ist natürlich, da lacht das Cannabis her. Es ist wirklich wunderschön. Und du schaust dir das Ganze auch noch einmal mit der Lupe an? Ich schaue mir das immer mit der Lupe auch noch mal an. Da sieht man die Trichome, den Reifezustand. Ich meine, ne, da muss man sich hier in der Anlage keine Gedanken machen, dass sie das nicht im Griff haben. Aber wenn ich schon mal hier bin, klar, dann habe ich da auch nochmal. Genau, wenn es hier zu einer Art Abmachung käme, dann kommt das natürlich auch nochmal in Drittlabore. Wir kriegen erstmal ein Analysezertifikat, bevor wir entscheiden, ob das überhaupt weitergehen kann. Mhm. Genau. Und spätestens dann wird auch getestet. Irgendwann sollte dann natürlich auch, ne, wenn es die rechtlichen Bedingungen hergeben, muss dann natürlich auch mal irgendwann getestet werden, weil letztlich Analysezertifikat eine Menge wichtiger Infos, ohne geht's nicht, aber das ist nie die ganze Geschichte und wir wollen die ganze Geschichte. Wenn man vor ein paar Jahren noch geguckt hat, okay, ist überhaupt was da und ist das halbwegs mit dem Arzneibuch zu vereinbaren, so geht's jetzt öffnet sich gerade die Tür so zu einer ganz anderen Dimension von Qualität nochmal, ne? Und das ist absolut eine absolute Freude. Ja. Was ist dein Fazit, so dein erstes Fazit? Boah, ich meine, wir haben jetzt fast 3 Tage hier verbracht, viel rumgefahren, aber tatsächlich ganz, ganz tolle Anbauer. Also ganz verschiedene Philosophien, Indoor, Outdoor, Greenhouse und manche schon sehr weit, manche noch nicht so, aber von dem, was ich gesehen habe, auf jeden Fall sehr viele spannende Produkte für uns in der Pipeline. Und ich glaube, ein paar davon werden wir definitiv jetzt weiterverfolgen und das war auf jeden Fall eine sehr lohnenswerte Reise. You're joining from the French Connection and now you're here in Portugal and growing on a medical basis. I just joined the project 5 months ago as a master grower for the development of the cultivation and the genetic. Initially, I come from Aficionado, California, extended under French Connection, and now here we are working on that. It's a beautiful symbiosis from the old market exactly. And the new market joining together hands in hands. But we need to educate this new market and the patient absolutely. About what absolutely. Is a good product, absolutely. Organic and with terpen. Everybody who's starting in the cannabis business, who's doing something in medical or now in the recreational basis, go out there, go into the cannabis scene and work with the people who are there, work with the growers who've been working with the
darker markets, because we got this knowledge and we got passionate people and together. We are doing that for the same reason. Portugal, ein Land voller Möglichkeiten und voller Cannabis. Wir haben hier einiges gesehen, was super spannend sein wird für den deutschen als auch den internationalen Markt. Was sich auch herausgestellt hat, trotz einer liberalen Politik werden Cannabis noch viele Hürden in den Weg gelegt. Das ist etwas, was wir schnell ändern müssen und möglichst auf einer europäischen Ebene. Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Wie immer, folgt uns hier, damit ihr nichts verpasst. Folgt mir live bei Nike auf Instagram, folgt der Sanity Group, folgt Finn Hensel. Stay high und bis zum nächsten Mal.